Wow. Geisterstunde im Autohaus. Wraith, ein altenglisches Wort für Gespenst. Der neue Rolls-Royce ist ein Zweitürer, den jeder Lord lieber selbst chauffiert. Der Wraith wird unterstützt von zwei Satelliten, die den Dritten mit GPS-Daten versorgen. Damit erfährt die Achtgang-Automatik, wie schnell das Auto in welche Richtung fährt und kann den passenden Gang vorwählen. Anders als bei bisherigen Modellen spricht Rolls-Royce dem Coupé sogar eine gewisse Sportlichkeit zu. Ganz neu auf dem Markt. Fantastisch. Wurde letztes Jahr auf Genfer Autosalon erst vorgestellt. Ist nochmal eine ganz andere Nummer als der Bentley. Also ist ja absolut monumental. Absolut. Ja? Also ich wollte das vorher nicht sagen, weil dann Rolls-Royce, wenn einer Rolls-Royce hört, dann ist es immer so. Hätte mich auch vielleicht eher erschreckt. Abgeschrocken. Ja? Aber so jetzt live kannst du das Auto mal anschauen. Diese schöne lange Motorhaube. Emily ist natürlich auch von unten mit LED beleuchtet. Ganz toll. Und wenn du mal dezent fahren möchtest, kannst du es auch runterfahren. Okay. Also wenn du mal nicht so zeigen willst, dass du einen Rolls-Royce hast. Deswegen, das hat auch. Also er hat genug Kraft. Ich muss die Emily nicht runterfahren, damit die stromlinienförmiger wird, damit er schneller wird. Ja, das ist ein V12-Motor mit 632 PS. Wow. Und ja. Also das ist Fahrspaß. Er hat Kraft. Und vor allem wirst du im Innenraum kaum was von deinem Motor hören oder was. Es ist einfach wie Schweben. Als V-Max ist 250 km/h angegeben. Okay. Und ich glaube, dass das für einen Rolls-Royce absolut ausreichend ist. Von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. Bei einer Karosserie, was ca. 2,4 Tonnen wiegt, das ist, zügig, ja. Ist schon definitiv ist schon okay. Sieht, ne? Sehr aufgeräumt aus. Definitiv. Und das macht immer noch was her. Genau. Muss genau. Man schon sagen. Ja? Da denkst du an den nächsten Flieger. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch nochmal wichtig. Ich finde die Dachlinie auch fantastisch. Ich habe auch noch nie einen Rolls-Royce in Coupé-Form gesehen. Ja. Und ich finde das sehr gelungen, muss man wirklich sagen. Also perfekt, wie ein Monument steht er da. Ja? Wirklich schon. Kannst du dich einmal reinsetzen, okay. Dass du dir das mal einmal anschaust, wie es passt. Bitte. Deine Sitzeinstellung ist eigentlich ganz klassisch. Ah, fantastisch. An der Seite. Genau. Ja. Kann ich mir den so ein bisschen hinfahren? Das Lenkrad kann man. Genau, kannst du auch elektrisch so einstellen, wie du möchtest. Ich setze mich auf die andere Seite rein, okay. Dann kann ich dir das einmal grob erklären, okay? Gerne. Perfekt. Sehr gut. Fühlt sich gut an, riecht Leder, neues Leder, so wie man sich Englisches vorstellt. Ja. Sehr schön, also schon edel gemacht. Auch mit dem, muss nicht immer sofort Holz sein. Hier ist ja jetzt so schwarzer Klavierlack Piano. Oder Piano. Pianolack ist das, genau. Sehr schön. Und durch deinen Sternehimmel hast du natürlich auch, ja, das kannst, da hast du Atmosphäre. Hier auch einen Dimmer, was du ja heller und dunkler stellen kannst. Was kostet das, so ein Listenpreis? Also das Auto kostet jetzt so, wie ich es zusammengestellt habe, so wie ich dachte, dass was für dich passt. Mhm. Das Auto hat jetzt alles, was man braucht und auch natürlich die Features dazu. Kostet das Auto so 321.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ah, okay. Mhm. Da liegen wir ja auch so in dem Budget, was du dir vorgestellt hast. Ja. Ich würde sagen, ich habe genug gesprochen. Wir fahren jetzt mal das. Wir testen das Auto. Gerne. Du hast hier vorne, ich habe einen Knopf, du hast zwei Knöpfe. Ja. Du musst dein linkes. Und dann, wenn du darauf drückst, geht deine Tür automatisch zu. Okay. Sauber. Gar nicht so weit auf meinem Werk. Klasse. Michael, hallo. Hallo, na? Ja, toll. Ja, habe ich dir schon mal hingestellt. Hier, ne? Schick. Das ist ein 1971er Satellite im Roadrunner-Look. Mit aufgesetzter Luftrutze und dem typischen Rennstreifen. Der Wagen wurde in Amerika restauriert und der Achtzylinder general überholt. Der Satellite verfügt über eine 3-Gang-Automatik und hat rund 350 PS. Kosten soll der Schrecken der Viertelmeile noch 25.900 Euro. Das ist nicht so hoch, wenn der Zustand in Ordnung ist. Grün ist, glaube ich, so eine richtige Modefarbe. Ne? Ja, so 70, 71 in den Jahren, da hatten sie ja wirklich sehr psychedelische Farben und haben ja immer viel Wert auf Auffallen gelegt. Das ist halt der 71er Go Green, hieß es damals. Und das ist ein 71er Satellite. Ja. Bei den Autos passt die Farbe ja auch. Ne? Das ist aber nicht die Originalluftfutze da vorne. Nee, das ist eine Airgrabber Hood, die hatte der Satellite leider nie, auch nicht optional. Die haben wir von einem Roadrunner entliehen, um ihm so ein bisschen noch aggressiveren Look zu geben. Mhm. Ja, ein bisschen genauer gucken, was? Ja, machen wir. Originalradio. nicht wirklich. Nicht vorhanden, genau. Innen wie neu, ne, Micha? Ja, relativ. Aber hier,
ein gravierender Mangel. Ne? Die Lampe, Alter, sowas, das geht gar nicht. Okay, pass auf, $7.95 bei Classic Industries lege ich mit drauf. Das kommt aus meiner Wort. Tasche. Das ist ein Wort. 7,50? $7.95, glaube ich. Nein, sehr schön. Das Geile ist halt an dem 71er, dass die Kurvflügel vorne und hinten hier so ausgestellt sind und diesen Buckel nach außen haben. Ja. Hatte wirklich nur der 71er Satellite. Und ich meine, diese Optik. Das ist schon schick. Das hat doch kein Mensch baut sowas. Das ist super geil. Heute nicht mehr, ne? Nee. Ich entdecke auch auf Anhieb mal nicht so wirkliche Schwachstellen. So. Gut, du hast halt 4 Trommelbremsen. Das könnte man natürlich nochmal umrüsten. Das muss. Wobei. Wenn man es weiß, man fährt ja auch dementsprechend. Ja, ne? Aber man weiß ja auch nicht, wer das Auto nachher kriegt. Ja, aber wir haben ja hier bei uns keine Serpentinenstraßen. Ne? Ja. Eine Trommel beißt in der Stadt besser als eine Scheibe. Ja. Ne? Trotzdem, der Plymouth soll der Hauptgewinn für Fans in einem Gewinnspiel werden. Also muss er sicher und nahezu rostfrei sein. Deshalb nimmt es Kasi beim Check sehr genau. Schicker Arsch auch, ne? Finde ich auch, finde ich super. Ja. Übrigens, wenn man sich fragt, wo ist denn der Tankdeckel, die sind immer ganz schön versteckt hier unterm Nummernschild. Da sitzt der Tank. Tja. Nämlich ein wirklich schönes Auto. Ja, danke. Dann muss ich natürlich jetzt auch noch mal den Motor sehen. Aber gerne. Na. Ja, hast hier unten so ein bisschen versteckt den Hebel. Einmal entriegeln. Hier oben noch mal entriegeln. Mhm. Dann hast du hier das Prachtstück. Das sieht ja ordentlich aus. So, was hast du dem da jetzt reingehäkelt? Also der hat halt den 360er drin. Ja. Mit einer anderen Nockenwelle. Hat da die Fächerkrümmer drin, andere Auspuffanlage. Ist aber ein relativ zahmer Motor. Also ist ein guter Treiber, ist halt kein Rennwagen. Was hat der an Leistung ungefähr? Der hat so um die 350, 380 PS. Sollte reichen, ne? Ja, um im Verkehr mitzuschwimmen reicht es auf jeden Fall. Ja. Obwohl der ausgetauschte 6 Liter V8 erst 5000 Meilen auf dem Buckel hat, lässt es Kasi nicht schleifen. Super, dann mach den doch mal an, bitte. Spring an auf den Schlag. Wie? Ja. Wie neu? Ja. Besser als ein Golf. Ein Luxusumbau für die junge Oberklasse. Dazu gehört die Grundfarbe Miami Blue und viel Carbon. Die 22 Zoll Felgen sind handgeschmiedet und die neue Auspuffanlage bringt die 12 Zylinder schon im Stand zum Jubeln. Blau ist Trumpf von innen und von außen. Die Nähte wurden angepasst, sowie auch Schalthebel und Armaturenbrettabdeckung. Wahrscheinlich etwas zu viel Farbe für Diego, der schon bei früheren Umbauten eher schwarz bevorzugt hat. So, Diego, das ist das Auto. Du kennst das Auto von den Bildern. Aber jetzt stehst du live davor. Was hältst du davon? Ja, ist cool geworden. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ein Bentley in hellblau gut finden könnte, aber ist echt geil geworden, muss ich sagen. Ja. Hamid und sein Team haben dann damals eben meinen ersten Bentley umgebaut. Ich war top zufrieden, die Arbeit, die sie da gemacht haben, war sensationell. Zudem ist es auch immer wieder ein Spaß, einen Hamid zu treffen, weil es eben immer doch wieder zu lustigen Gesprächen führt, aber auch wieder zu neuen Ideen. Was auch ganz wichtig ist, es ist alles abgenommen vom TÜV. Okay. Das ist auch nochmal sehr wichtig. Und hier haben wir ein paar Details gesetzt, da kannst du jetzt halt die Tieferlegung auch ganz genau sehen. Man würde jetzt denken, dass das rankommt, ist aber nicht so. Okay. Jetzt haben wir ein paar Akzente reingesetzt, indem wir hier die Streifen, Bentley-Label und auch Bremssattel auch in Wagenfarbe lackiert haben. Okay. Ne? In dem cool. Sinne. Im Heckbereich haben wir dann einen Heckdiffusor, natürlich Carbon, mit einem Edelstahl-Sportauspuffanlage. Die Teile sind aber immer in Carbon. Also du könntest sie wahrscheinlich folieren lassen, aber normal sind sie in Carbon. In Sichtcarbon, genau. Es gibt die sind immer in Carbon, aber wir können die entweder als Sichtcarbon bestellen, so wie sie jetzt sind, oder ganz normal Carbon, was lackierbar ist. Ne, das können wir auch machen. Okay. Jetzt ist natürlich auch durch diesen Farbunterschied Blau und Carbon merkt man es arg. Wenn das Auto jetzt aber in Schwarz wäre, würdest du es natürlich nicht so sehen. Ne? Okay. Deswegen 07 haben wir jetzt drauf. Bei dir könnten wir Eins wird besser passen. Eins, genau. Früher, als sie noch im Rennsport tätig waren, haben sie immer die Startnummern vorne im Grill gehabt und auch immer so drauf lackiert, dass es auch handgesprüht. Ne? Das ist also nicht geklebt oder sonstiges.
Also genau. Ich finde es echt cool. Es ist echt top geworden. Mhm. Auf den Fotos hat es mich vorne immer ein bisschen gestört. Ja. Die Front habe ich fast zu dominant gefunden. Verstehe. Und ich finde jetzt aber live, dass es gar nicht so extrem ist. Deswegen wollte ich dir das einmal live zeigen, dass du dir das anschaust. Ich würde sagen, lass es einmal fahren. Mhm. Dann zeige ich dir auch die Diesels, was wir innen geändert haben. Okay. Und ich bin mal gespannt, was du dann davon hältst. Perfekt. Wenn die erklären, brauche ich den nicht, oder? Nee, ich glaube, die Tür finde ich.